Das Besondere an der Kulturpflanze Mais ist, dass wir den doch teilweise flachgründigen und nicht unbedingt mit optimaler Wasserversorgung versorgten Standort mit Mais bebauen können und doch relativ stabile Erträge erzielen. In diesem Jahr im Anbau haben wir den SY Liberty und den SY Talisman. Für uns positiv zu nennen bei den frühräumenden Sorten, dass wir auch der Nachkultur einen guten Start bieten können. Klassischerweise bauen wir Wintergerste, in diesem Jahr aber Winterdinkel nach dem Silomais. Die Erträge in diesem Jahr sind nicht überraschenderweise überdurchschnittlich. Wir erzielen hier vielleicht irgendwo Mitte 50 Tonnen pro Hektar bei 33 TS. Wir bei Syngenta bieten digitale Werkzeuge für Landwirte an. Das heißt, wir bieten Entscheidungshilfen an, welche Sorte auf welchen Acker rausgedrillt werden sollte und auch wie diese Sorte auf dem Acker gedrillt wird. Das heißt, wir nutzen verschiedene Potenziale und können so einen homogenen Bestand auf dem Acker etablieren. Was bedeutet, dass man besser entscheiden kann, wann geerntet werden sollte oder wann der Acker noch stehen bleiben sollte. Das Alleinstellungsmerkmal unserer Karten ist ganz klar, dass wir uns Gedanken machen, in welchem Bereich auf dem Acker welche Saatstärke perfekt sein muss. Und das heißt, wir empfehlen auch konkret für jede einzelne Sorte die ideale Saatstärke. Und das basiert auf einem internen Netzwerk, was wir über Deutschland ausgerollt haben.